Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, diesmal beginne ich mal den Vlog, weil die Mama im Badezimmer ist und tut ihre Haare föhnen. Ich bin jetzt angezogen, weil ich möchte mit den Kindern kurz draußen gehen. Heute ist ein richtiger Wintertag. Heute ist wirklich sehr, sehr kalt. Aktuell ist es minus 2 Grad, deswegen bin ich so dick angezogen. Mütze fehlt noch, die schmeiße ich auch gleich drauf. So, und jetzt kann ich mal rausgehen. Die Kinder sind schon draußen, Lara und Luisa sind im Garten. Und ich werde auch gleich rausgehen. Sophie, willst du auch raus? Ah, kann man, machst du die Enten am Po schnuppen? Ja. Da. Ja, dann gehen wir. Ist der kalt? Schnee. Was machst du denn? Oh, das ist ja schön. Ja. Nüsse essen? Ja. Wir haben keine Nüsse. Was? Weil ich schon groß. Ich kann schon einen Hund tragen, weil ich schon groß bin. Ja, wie gesagt. Schau mal, was sie da machen. Na, seid ihr verrückt oder nicht? Hey. Was machst du denn? Oh, Lara, das ist ja schön. Zuletzt? Einmal für die Lara. Und einmal für die kleine Luisa. Das ist für die Luisa. Und wir machen noch eine für die Lara. Und fertig. Da noch ein bisschen Platz. Hey. Sophie, bist du ein Dieb? Gehen wir ins Haus? Ja. Ist schon saukalt, oder? Und die werden noch mal krank werden. So, meine Lieben, wir sind jetzt mal wieder im Haus. Draußen war es sehr, sehr kalt und wir haben nicht lange ausgehalten. Ja, sehr, sehr kalt weiß ich eigentlich nicht. Vielleicht ist es, sind wir nicht mehr gewohnt, weil, wenn ich mich erinnern kann, als ich ein kleines Kind war, war Winter eigentlich noch viel kühler als jetzt. Und ich war die ganze Zeit von in der Früh bis dahin nur draußen. Und jetzt waren wir circa halbe Stunde draußen und wir sind schon eingefroren und dann schnell, schnell ins Haus. Aber ja, es ist eh okay, weil jetzt ist ja schon Mittag und wir müssen was zum Mittag kochen. Ich habe heute für Mittag geplant Hühnerschnitzel mit Püree und Krautsalat. Aber bevor ich mit Kochen beginne, möchte ich mal kurz zu Mama ins Büro gehen, um zu schauen, wie es ihr geht und was sie macht. Sie ist seit heute in der Früh beschäftigt mit dem Intro. Ja, es ist nicht so einfach, aber das schaut sehr gut aus. Hallöchen. Hallöchen. Hallo. Hallo Mama, wie geht's dir? Ja, ich sitze hier. Schau ich aus. Sehe wie zerstrubbelt. Wie ein kleines Viech. Ja, wie man sieht, die Mama arbeitet hier sehr, sehr fleißig. Ein großer Lob an Mama. Du, ich muss das Ding endlich fertig kriegen. Schaut aber sehr schön aus. Das ist gut. Wie ist gut? Ja, dieses Ding da. Ich kann das Intro nicht so lang lassen. Oh oh. Wir haben das Essen in Windeseile verputzt und haben vergessen zu vloggen. Wir haben gegessen und wirklich vergessen zum Vloggen. Wir waren alle so hungrig, gell? Genau. Ein bisschen Schnitzel ist noch da. Aber das Beste war der Krautsalat. Also nicht das Beste, aber so gut. Man sieht es bei Mama, sie hat sehr viel gegessen. Es hat geschmeckt, wie man sieht. Warte mal, ich muss meinen Bauch anziehen. Man sieht bei Mama, sie hat auch sehr viel gegessen. Und bei Papa auch, weil er liegt. Ich muss noch ein bisschen was im Büro machen und dann bin ich fertig. Und ich bleib da beim Aufräumen, oder? Ja. Bist du gescheit. Danke, Papa. Kann ich nicht am Computer was machen und du aufräumen? Nee. So, meine Lieben, ich muss jetzt mit Aufräumen anfangen, weil so geht es nicht mehr weiter. Ich habe eine Sauerei hinterlassen, wie man sieht, überall Fleck und Dreck. Ja,
Und auf den Tisch haben wir eine Katastrophe, würde man sagen. Die Sophie liegt ganz gechillt am Boden. Machst du auch ein Schnitzi? Machst du auch ein kleines Schnitzi? Ciao. Ich habe für Sophie auch ein bisschen was, das weiß ich. Ein bisschen die Sophie. Aber die Sophie auch. Und dann die Emi auch. Oh, sehr brave Hunde, gell? So, meine Lieben, jetzt bin ich fertig mit Aufräumen. Ich habe den Tisch schon gewaschen und die Küche ein bisschen aufgeräumt. Wie ich gesagt habe, schaut schon ein bisschen ordentlicher aus. Und die Schnitzel, die übrig geblieben sind, kommen in einen Tapakschirr und dann im Kühlschrank. Naja, wenn man Platz hat. So, wir machen jetzt unser Lebkuchenhäuschen. Wir bauen jetzt ein Haus. Voll übertreibt. Okay. Also, was ist da? Da drin ist wahrscheinlich die Deko. Und hier ist auch Deko. Ein Puderzucker, das kommt auch aus. Weißt du, wollen wir das machen? Mit Puderzucker müssen wir wahrscheinlich die Glasur selber machen. Oh. Die Figuren sind da drin. Wow! So, Mama, was bin ich jetzt? Kann ich auch essen? Ja. Bitte. Kann ich essen? Nein, wir machen das als Deko auf unser Haus. Aber, ihr müsst ja mal kurz lesen, was das steht. Bastelanleitung. Mit diesem Bastelanleitung, das einfach von einem Hühnerei. Aha, wir brauchen ein Hühnerei, Michelle. Kannst du mir ein Heferl geben, dann tue ich das wegbringen. Mama, nee, das ist so. Schmeiß das bitte sofort weg, weil ich kenne dich. Ich hätte eh immer wenn du irgendwo eine Ecke abschneidest, dann. Das stimmt gar nicht, das ist auch der Papa. Auch der Papa, also du auch. Nein, das ist der Papa. So, Moment, wir müssen jetzt schauen. Schau mal, wir haben hier. Wir haben zwei von denen. Ganz entspannt bleiben. Oh, wie Lara, bitte, ich habe Angst, dass es reißt. Ja. Nur kurz, wir müssen mal schauen. Hallo Mama, du lecker. Danke, Micha. Dann das. Schau mal. Ein Ball. Ein Ball. Wir bräuchten noch ein Dach, genau. Ja. Das? Oh, das ist das unterste, warte. Nein, das muss ich zuschneiden. Micha. Nicht mal. Das? Das gibt's ja. Ja. Nicht reinbeißen hier. Das muss ich jetzt zurecht schneiden. Du musst das schneiden. Musst du das? Würdest du nicht lieber zuerst diese Dinge schneiden? Was dann essen? Nein, das brauchen wir für die Deko. Dann müssen wir Brot aus. Das dürfen wir nicht essen. Krass.
Weil ich das zur Deko brauche. Darf man wohl essen? Finger weg, Kinder. Da, jeder isst den Brösel, mein Gott. Da lass mal für die Kleinen auch was zu. Lisa, magst du auch ein Brösel essen? Wir fangen mal mit dieser Seite an. Wir kleben das ganz nach hinten, oder? Weil wir brauchen vorne beim Haus Platz für die Deko. Okay? Das heißt, wir kleben das hier so rein. Wo ist denn das Zucker? Ich hoffe, dass das übrig bleibt. Lisa, Lisa, nicht drücken. Lisa. So, jetzt müsst ihr jetzt. Lisa, warte, wir drücken dann zusammen, okay? Ist das parallel? Jetzt machen wir die Seiten da. Könnt ihr mal das Haus kurz so halten? Aber nicht zu fest. Nicht so fest drücken. Nicht so fest drücken, sonst bricht das Lebkuchen. So, ihr müsst jetzt nicht so viel hin und her wackeln. Ich stehe die ganze Zeit. Okay, dann halt es doch selbst. Na, du haltest es zu schief. Lara, du haltest es gar nicht gerade, Schatz. Da kannst du ja gar nicht trocknen. So. Hier, der erste Teil ist schon mal gut, ne? Ja. So. Aber die schwarze. Das machen wir nachher dann. Was ist denn das an meinem Finger? Warte mal, ich hätte ja vorher das schneiden müssen, oder? Komm rein. Warte, nicht mehr schlecken hier. Hier steht, dass es nicht schneiden muss. Naja, schau, wegen dem Schornstein, oder? Mama, das hättest du mehr unterlassen sollen. So, ja. So ist es auch da. Okay, super. Fertig? Ein bisschen größer. Ja, lass mal so. Dann hier. Ja. Magst du nicht mehr drücken? Ja. Drück mit. Noch? Es geht auch nicht. Super, fester. Drück mal. Genug. Okay, wo bist du? Willst du mal auf das Haus packen? Ja. Jetzt darf die Luisa wieder. Kommt, ist alles mein gut. Gott. Super. Hier ist aber noch ein Baum. Den machen wir dann. Den muss man nicht anspritzen. Willst du es machen? Ja. Aber du musst fest. Aber ich wollte es machen. Das ist sehr schwer, Baby. Du darfst dann was anderes. Du darfst essen. Aber ich mache alles danach. Ja. Komm, Michelle, dass du keine Mucke isst, oder was? Mama, Kaffee. Du brauchst ein 6er Chicken Nugget. Papa, hör auf jetzt. Ein bisschen sauberer, bitte. Ja, schau. Das war eh gut. Das ist eh gut. Ja. Die Luisa will alles, was die Lara in der Hand hat. Ich weiß. Das ist wie so eine zittrige Partie, oder? Luisa, komm her. Was sind diese roten Fenster, oder was? Fenster. Ja, Fenster. Mit den Gummibärchen. Ich komm da. Ja. Super. Kann ich auch? Ja, natürlich. Ups. Lara, du darfst an die Katze kleben, okay? Oh. Moment! Ich auch Katze! Wir haben nur eine Katze! Du darfst an den Weihnachtsbaum kleben oder den Pilz, okay? Warum? Mama, warum? Warum soll sie den Pilz? Sie will die Katze anbieten. Hi Lara, komm, die Katze. Hättest du nicht wenigstens noch Mehl schlagen können? Sehr gut. Warte, Luisa, warte. Du darfst an den Pilz kleben, okay? Wow, das schaut schon 1:1 gleich aus, oder? Ich mach mal die Tür, okay? Aber ihr habt den Schornstein auf der falschen Seite angepickt. Ja. Aber ich hab nicht gewusst, dass auch weiße Brezeln überhaupt. Was machst du? Da, Luisa, da. Tada. Ja. Sehr gut. Hi Michelle, bitte, das sind Geschwister, Michelle, voll ekelhaft. Wer? Michelle! Wer? Das war blöd! Das war echt doof. Lara, magst du das Bäumchen machen? Willst du es hier?
Genau. Super. Nee, Michelle. Ja, bitte. Tada. Hier ist auch noch eins. Die Michelle will auch was anbieten, Mama. Ja, ich hab schon das, das aber das auch. Wo du willst, Sarah. Michelle, du hast nur Brezeln geklebt hier. Haben wir das schön gemacht? Wow, ich will es jetzt essen. Ich auch. Ja, da ist die Hexe, da. Ich will ein Gummibärl. Wer sind die denn hier? Gretel und Gretel? Aber Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel. Willst du nicht essen? Kann ich ein Brezel mal? Kann man es jetzt essen? Mama? Kann man es jetzt essen? Kann man es jetzt essen, Mama? Wie, wolltest du es jetzt wirklich essen? Ja. Ja! Ah, aber Michael, magst du das essen? Das schmeckt nach Kaffee. Hast du keinen Kaffee? Kann ich das? Die Kinder, die kann man nicht essen. Nein, wir darf nicht die Kinder essen. Ich merke nach Kaffee. Ich nehme mal einen Pilz. Ich habe einen narischen Pilz in der Hand. Ich merke nach Kaffee. Der Papa hat den Pilz gegessen? Ja. Isst du das Haus? Aber eigentlich war das nicht so gedacht. Ich habe gedacht, wir stellen das irgendwo hin und so. Dann staubt es ein. Warum? Lecker. Mega lecker. Ist es lecker? Sehr gut. So, meine Lieben, wir sind jetzt mal wieder im Büro. Wir haben den Lebkuchen nicht nur fertig zusammengebaut, sondern halb schon gegessen. Also haben wir das gar nicht gefilmt, doch, oder? Doch, oder? Na, beim Essen haben wir schon gefilmt, aber... Das fehlt einfach auf jeden Fall das ganze Dach. Das hat genau 2 Sekunden gehalten, also nicht länger. Und die ganzen Figuren sind auch weg. Aber stimmt, das hat ja überhaupt. Ich finde es immer traurig, wenn es dann so einstaubt. Es passiert ja nichts anderes damit, wenn man es irgendwo hinstellt zur Deko und dann staubt sie ein. Lebensmittelverschwendung, genau. Ja, und jetzt bin ich im Büro, ich schneide das Video noch für morgen. Ja, jetzt ist es ja, das Ding ist ja jetzt so, dass das Weihnachtsintro fertig ist, das heißt, es geht dann. Ab morgen müsste an und für sich jeden Tag pünktlich das Video kommen. Ja, wenn ihr das seht, dann ist das schon längst geschafft. Genau. Für heute verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.